Bei unserem nächsten Projekt, Check 1,5 Grad, geht es auch wieder um Produkte und wie nachhaltig die sind oder nicht sind. Und dazu eine ganz kleine Anekdote von diesem Wochenende von Jugend Hackt. Auch diese ganze Organisation des Wochenendes sollte möglichst nachhaltig organisiert sein. Deswegen wurde auch beim Catering zum Beispiel darauf geachtet, dass die Teller, Löffel, Becher und so weiter irgendwie nachhaltig oder gut recycelbar sind, sagen wir mal. Deswegen waren zum Beispiel die Löffel aus Hirsematerial und die Becher aus Pappe und die Teller waren aus Palmenblättern. Dann hat sich aber herausgestellt, die kann man gar nicht in den Biomüll tun, also kann man schon, aber hat man ein Problem, obwohl die von den Herstellern als recycelbar deklariert sind, weil die nämlich viel, viel länger brauchen zum Zersetzen als zum Beispiel so eine alte Bananenschale oder so und deswegen würden Entsorgungsunternehmen diese Art von Müll gar nicht entgegennehmen, obwohl da drauf steht, dass das ja eigentlich abbaubar ist biologisch. Das heißt eigentlich, bisschen schwieriger Fall von Greenwashing vielleicht. Allerdings hat mein Co-Moderator gestern Jugendliche gehört, die gesagt haben, sie haben diese Löffel dann gegessen, weil die ja angeblich essbar sein sollen aus Hirse. Klassischer Fall bei Jugend Hackt, was nicht passt, wird passend gemacht. Und so ähnlich ist es jetzt auch wieder bei unserem nächsten Projekt, das sich mit solchen und ähnlichen Fragestellungen auseinandersetzt. Und das erklären euch jetzt Mira, Lena, Max, Jasper, Yannick, Christopher und Joshua. Ich bitte um einen ganz herzlichen Applaus und viel Aufmerksamkeit. Ja, hi. Wir sind vom Projekt Check 1,5 Grad und mit unserem Projekt wollen wir Verbrauchern ermöglichen, bei ihren Kaufentscheidungen von Produkten auch die Umweltbelastung der Produkte bei der Kaufentscheidung mit einzubeziehen. Wir haben das große Problem gesehen, dass es einfach nicht wirklich zuverlässige oder einfach zugängliche Informationen gibt zu Produkten und es deswegen auch für Verbraucher einfach schwer ist, es abzuschätzen, eben weil das Thema so komplex ist. Und deswegen haben wir uns ausgedacht, dass wir zu den drei großen Faktoren, die eben einfließen in die Nachhaltigkeit eines Produkts, einzelne Scores berechnen und das dann in einem gesamten, simplen Nachhaltigkeitsscore zusammenfassen und dem User so ausgeben. Ja. Unsere Ziele sind einfach, dass wir eben diesen Prozess der Entscheidungen vereinfachen wollen und einfachen Zugriff auf diese Informationen dem User geben wollen. Und um diese Daten zu gelangen, wollen wir am Ende Crowdsourcing benutzen. Das heißt, wir wollen auch den User ermöglichen, die eigenen Informationen und die eigenen Erfahrungen mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt in unsere Datenbank mit einfließen zu lassen. Wir hatten einige Herausforderungen bei dem Thema. Nein, geh zurück. Ach so. Was ist das? Ja, genau. Zum einen, wie Yannick schon gesagt hat, ist es schwierig, Daten zu dem Thema zu finden, da viele Unternehmen die eben nicht einfach so veröffentlichen. Zum anderen, wenn man dann die Daten hat, ist es nicht einfach, damit was anzufangen. Also wenn jetzt jemand einfach nur sieht, okay, so und so viel CO2 wurde bei der Produktion verbraucht, können die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt damit was anfangen. Außerdem war es eine Herausforderung, dass wenn User die Daten eben eingeben, die Verifikation sich schwierig gestaltet. So, kommen wir zur Umsetzung. Also das Frontend haben wir mit Flutter geschrieben. Und das ist halt einfach praktisch, weil das läuft auf fast allen Geräten und das sieht halt auch schön aus. Dann im Backend haben wir erstmal geguckt, was gibt es denn so für Datenquellen schon, die wir benutzen können. Da sind wir auf die Open Food Facts gestoßen, die eine vielleicht berechtigterweise experimentell genannte JSON-API anbieten, um ihre Dienste zu nutzen. Da haben wir dann grundlegende Informationen uns rausgeholt. Außerdem haben wir auch uns eine eigene API geschrieben in Java mit der Library Jersey und haben auch eine eigene Datenbank in MySQL. Ja, und wir wollen nicht nur darüber über Nachhaltigkeit reden, sondern wollen versuchen, Nachhaltigkeit direkt auch in unser eigenes Projekt reinzubringen. Deshalb läuft unsere Infrastruktur auf der sogenannten ARM-Prozessorarchitektur. Das ist zum Beispiel das, was ihr in euren Handys finden könnt als Prozessor. Und die ist besonders stromsparend. Also da versuchen wir auch einen eigenen Beitrag zu leisten. Das macht Jasper. So, jetzt möchten wir es einmal live demonstrieren. Dazu brauchen wir eine Kamera. Und zwar auf dieses Gerät. Sieht man's?
Es wird ja. Also man sieht ein Smartphone mit einer schön aussehenden grünen App. Und da ist es eben möglich, ein Produkt, zum Beispiel jetzt eine Coca-Cola-Flasche, zu scannen. Und wenn alles funktioniert, sollte man jetzt dazu etwas sehen. Na, ist es online? Gerade nicht. Tja, dann benutzen wir die Alternativmethode. Wir zeigen Bilder davon. Ja, also da kommt dann so eine schöne Seite mit einem Score und ein paar Informationen darüber, wie die App aussieht und wie toll diese Produkte in Bezug auf Umweltschutz sind. Mate zum Beispiel kriegt einen ganz hohen Score und Cola einen schlechten. Das wäre unser Projekt. Ja. Mit dem Mikro. Kommt alle her. Vielen herzlichen Dank für diese Vorstellung. Ich habe immer das Gefühl, bei Jugendhack, da steckt der Teufel immer im Detail, beziehungsweise ihr macht immer total krasse Sachen und die werden dann in der Vorstellung manchmal in so einem Halbsatz dazwischen genuschelt. Ich bin so ein bisschen aufmerksam geworden, als ihr gesagt habt, ja, und dann haben wir eine eigene API und eine eigene Datenbank geschrieben. Könnt ihr darüber ein bisschen mehr erzählen? Also habt ihr sowas überhaupt schon mal gemacht, eine eigene Datenbank zu schreiben? Wer hat damit zum ersten Mal was gemacht? Wer hat zum ersten Mal die API geschrieben? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also das war meine Aufgabe. Ich habe damit ein bisschen Erfahrung, aber nicht viel Erfahrung, und war dann den halben Tag damit beschäftigt, alles erstmal zum Laufen zu bringen, aber danach ging es eigentlich relativ gut. Hast du den API-Teil gemacht? Ich habe API und Datenbank gemacht. Beides, okay. Hattet ihr damit dann auch ein bisschen zu tun oder habt ihr gesagt, okay, der macht das, dann läuft das? Ich hatte damit auch zu tun und zwar musste ich dafür sorgen, dass dieses Handy am Ende mit dieser Datenbank kommuniziert. Es war teils lustig, wie man sieht, es ist nicht ganz so einfach, sonst hätte es hier jetzt gerade geklappt. Probleme sind halt, dass irgendwelche IP-Adressen immer sich gerne ändern oder weiß ich nicht was für Encodierungsfehler. Gut, das kommt vor, das macht nichts. Die Idee ist ja super und die ist ja trotzdem gut verständlich geworden. Eine allerletzte Frage. Findet ihr, dass die Unternehmen eigentlich diese Daten veröffentlichen sollten, damit ihr nicht sowas bauen müsst, damit die das von sich selber eigentlich schon veröffentlichen quasi, damit man das alles weiß? Also für die Benutzer wäre es natürlich einfacher, das zu sehen. Natürlich würde das aber auch bedeuten, dass viele Produkte vielleicht weniger gekauft werden würden, weil man sehen würde, okay, das ist jetzt in China hergestellt worden und da wurde ganz schön viel verbraucht und vielleicht ist es nicht schwierig, nachhaltiger zu konsumieren. Okay, also das wäre eine Idee, dass man das vielleicht mal macht. So, Idee an Politikerinnen und Politiker oder zukünftige Politikerinnen und Politiker, die sich vielleicht jetzt schon im Raum befinden, darüber doch mal nachzudenken. Ich danke euch ganz herzlich für die Präsentation. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.